Mein Name ist Priska Baumann von priskabaumann.com. Ich bin Soul Freedom Coach, Schauspielerin, Autorin und unterstütze Menschen darin, ihre innere Heldin oder ihren inneren Helden zu befreien, damit sie eine immer authentischere und freiere Version ihrer selbst leben können. Und ich befinde mich gerade in meinen selbstdeklarierten Ferien, denn alle meine Klienten scheinen auch selbst in den Ferien zu sein, habe ich gedacht, gut, super. Genießen wir die Zeit und so habe ich jetzt auch ein paar freie Tage, die ich wirklich in vollen Zügen genießen kann. Und heute möchte ich sehr, sehr gerne eine Frage beantworten von der lieben Linnea, die sie mir eigentlich schon vor einer gewissen Zeit gestellt hat, aber die ein bisschen warten musste. Danke, Linnea, für deine Geduld. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Okay, und Linnea wollte von mir wissen, ich muss schnell spicken, Priska, bist du auf deinem Weg zu dir selber auch sensibler und empfindsamer geworden? Oder anders ausgedrückt, warum brauche ich immer Taschentücher, wenn ich ins Kino muss? Okay, liebe Linnea. Erstmals, also Taschentücher, die brauche ich schon immer fürs Kino. Also nicht nur das Kino, das reicht auch schon, wenn ich ein YouTube-Video gucke oder so. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Und von daher, das ist... Mach dir keine Sorgen, das ist Reinigung, das ist gut. Das heißt, dass du Gefühle zulassen kannst. Bin ich empfindsamer und sensibler geworden auf meinem Weg zu mir? Also ich kann von mir persönlich sagen, dass ich schon immer ein sehr, sehr empfindsamer Mensch gewesen bin. Und dass ich immer sehr, sehr intensiv die Gefühle aufgenommen habe, die mich umgeben haben oder auch die Vibes der Menschen mit mir rumgetragen habe. Und früher konnte ich das noch nicht unterscheiden. Ich wusste nicht, ist das deren Gefühle, sind das meine Gefühle? Ich wusste gar nicht, dass ich Gefühle von anderen Menschen übernehmen kann. Ich wusste auch nicht, dass ich so ein Sensibelchen überhaupt bin eigentlich. Ich habe einfach viel gefühlt. Und ich habe auch immer alles sehr dramatisch gefühlt. Auf meinem Weg zu mir selber habe ich dann gelernt zu unterscheiden. Ich habe gelernt zu unterscheiden, welches meine Gefühle sind, welches Dinge sind, die ich übernommen habe. Und ich habe vor allem gelernt, die Verantwortung für meine eigenen Gefühle zu übernehmen. Aber darüber muss ich jetzt nicht mehr sprechen, das habe ich ja schon in 1000 anderen Videos so beleuchtet. Fakt ist, liebe Linnea, wenn du dich auf deinen Heldinnenweg begibst, wenn du dir selber näher kommst, dann bedeutet dies, dass du Mauern einreißt. Dass du dich sichtbar machst, gegenüber dir selber, aber natürlich auch gegenüber anderen Menschen. Und das bedeutet auch, dass dich mehr Dinge erreichen können. Und von daher ist es nichts als logisch, dass du empfindsamer wirst, dass du zugänglicher wirst, dass du durchlässiger wirst und dass diese Energien, dass diese Gefühle viel mehr den Weg zu dir finden. Denn das Problem ist ja, dass wir meistens, wenn wir eben diese Dinge nicht fühlen wollen oder uns ablenken mit irgendwelchen Dingen, sei es mit Drogen, sei es mit Fernsehgucken, sei es mit viel Arbeit, sei es mit exzessiven Freundetreffen. Na super, jetzt läutet mein Telefon, das finde ich klasse. Moment, wir halten das alles sehr authentisch hier, nichts wird rausgeschnitten. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, normalerweise eben, wenn wir uns ablenken durch all diese Dinge, die wir eben so tun, um unsere Gefühle nicht zu fühlen, dann behalten wir diese Gefühle unten und wir machen uns sozusagen stumpf für diese Gefühle. Numb in Englisch. Es ist ja stumpf, abgestumpft eigentlich, genau, für diese Gefühle. Und wenn du aber dann bereit bist, diese Gefühle jetzt anerkennen zu fühlen und sie wirklich rauszulassen und zu umarmen, dann ist es natürlich so, dass du empfindsamer bist im ersten Moment, weil gerade erst auch alles wieder getriggert wird, alle Dinge hochkommen und dann braucht es ein kleines Pieps und du beginnst zu weinen oder wirst wütend oder traurig oder glücklich auch. Es kommt wirklich auch darauf an, welchen Impuls du von außen her erhältst. Von daher ist dies ein super, super wunderschönes Zeichen, dass du auf deinem Weg der Heldin bist, dass du mehr mit deinen Gefühlen in Kontakt stehst, dass du bereit bist, diese Gefühle zu fühlen, anerkennen zu fühlen und sie nicht länger runtersperrst und wegsperrst. Und dafür kannst du sehr, sehr stolz auf dich sein. Und ich hoffe, dass du ganz fest mit diesen Gefühlen auch umgehen kannst und dass sie dich nicht zu sehr stören, denn mit der Zeit wird sich das Ganze dann auch ein bisschen mehr einpendeln.
dass du dann wirklich mehr, also sage ich jetzt einfach mal hier von weitem Ferndiagnose, Dr. Priska Baumann, dass sich das wirklich wieder ein bisschen ausgleichen wird. Dass du dann auch, wenn du dann alle diese angestauten Dinge einmal erst befreit hast, dass du dann wirklich auch wieder ein ausgeglichenerer Mensch wirst oder ausgeglichenere Gefühle spürst und du dann, wie soll ich sagen, dann ja, wieder mehr Frieden, mehr Ruhe auch in dir verspürst, weil eben all diese dringenden, beißenden, angestauten Dinge nicht mehr in dir leben. Und von daher, halte durch, liebe Linnea, ich finde es so einen mutigen Weg, den du gehst und ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, weil du ja schon eine ganze Zeit in unserem Heldentribe bist und sehr fleißig da auf deinem Weg bist und wie wir alle deinen mutigen Weg gehst und dafür danke ich dir von Herzen, dass du da bist, dass du dich zeigst, dass du so mutig bist und dein Leben lebst, mit vollem Herzen dein Leben lebst. Ich danke dir von Herzen und falls auch du eine Frage hast, die du mir stellen möchtest oder ein Thema, das du gerne von mir diskutiert haben möchtest, dann bitte ich dich, dir doch deine Frage an mir zu schicken an soulfreedom@priskabaumann.com. Und ich werde sehr, sehr gerne darauf auch eingehen. Und wenn du selbst irgendwelche Dinge zu diesem Thema, zu dieser Sensibilität, zu diesen vertieften Gefühlen zu teilen hast, dann ich bitte dich unbedingt in den Kommentaren im Blog auf priskabaumann.com deinen Kommentar zu hinterlassen. Denn ja, wir sind alle im selben Boot, wir alle sind auf diesem Weg und haben unsere tagtäglichen Hindernisse, denen wir begegnen können. Und die wir gemeinsam einfach ein bisschen einfacher angehen können, weil wir alle füreinander da sind. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Dasein und eine wunderschöne Zeit, einen tollen Sommer. Ich gehe jetzt wieder raus an die Sonne und wünsche euch allen einen ganz, ganz tollen Tag. Bye.